Schönen guten Tag. Wir haben ein neues Verbrauchervideo-Info für Sie zusammengestellt und zwar diesmal richten wir uns an die Gewerbetreibenden. In der Vergangenheit meldeten sich mehrfach Gewerbetreibenden, weil ihnen gewerbliche Branchenbucheinträge in Rechnung gestellt worden sind. Der Grund, wie es überhaupt zu einer Rechnungsstellung kam, war nach Aussagen der Gewerbetreibenden, dass ihnen ein Fax-Spam übermittelt worden sei. Und zwar sind es in diesem Fall die Firma Branchenauskunft-24.com. Das Fax-Spam enthält folgende Aussagen. Es sagt, es ist das Branchenbuch für die Region, hier in diesem Fall wäre es Essen gewesen und Umgebung. Und es wird dargestellt, dass es sich hier um eine Rückantwort per Fax unter eine kostenfreie Nummer handeln soll, und zwar um einen Standardeintrag im Rahmen eines Korrekturabzuges. In diesem Standardeintrag wurden Name, Vorname sowie Straße und Standort des Gewerbetreibenden vorab eingetragen und diese Daten sollten überprüft bzw. ergänzt werden. Und zwar genau heißt es bei Branchenauskunft-24.com, der Standardeintrag wurde bereits für Sie kostenlos eingetragen. Bitte ergänzen Sie unbedingt die fehlenden Angaben und faxen uns diese zurück. Der Premium-Eintrag ist kostenpflichtig und muss beauftragt werden. Bitte ergänzen Sie unbedingt die fehlenden Angaben und faxen Sie diese unterschrieben zurück an unsere kostenfreie Nummer. Wenn man aber dieses Fax genauer betrachtet, wird man hier unten etwas Kleingedrucktes finden. Das Kleingedruckte ist bewusst so kleingedruckt gehalten, dass man auch mit einer Brille, ja, schon so weit das weghalten muss oder so intensiv vor der Brille halten muss, damit man überhaupt etwas erkennen kann. Doch in dem einen Kleingedruckten steht drin, dass sich die Vertragslaufzeit 2 Jahre andauert und der Betrag, der hier gefordert wird, pro Jahr 900 Euro zuzüglich 19% Mehrwertsteuer ist. Das wird aber leicht im hektischen Büroalltag übersehen. Immer wieder weisen Gewerbetreibende darauf hin, unter anderem die Unternehmer selber, das haben wir nie beantragt, sondern eine Mitarbeiterin hat aus Versehen dort eine Unterschrift geleistet, weil sie davon ausgegangen ist, dass es sich hier um einen kostenlosen Standardeintrag handelt. 14 Tage später wurde eine Rechnung gestellt und zwar von der Firma DEMA Debitoren Management GmbH und Co. KG aus Neustadt-Aisch. Tatsache ist bei dieser Geschichte, dass natürlich der Gewerbetreibende gesagt hat, eine Kostenpflichtigkeit habe ich nicht zugestimmt und daher habe ich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht. Dasselbe haben uns Gewerbetreibende mitgeteilt in einem anderen Sachverhalt und zwar handelt es sich hier um branchen-lokal.com. Auch dort wird ein Fax-Spam ist dem Gewerbetreibenden ein Fax-Spam übermittelt worden, wo dasselbe drin steht. Korrekturfeld, Standardeintrag, beinhaltet nur die unten aufgeführten Kontaktdaten. Bitte ergänzen. Es steht, der Standardeintrag ist bereits für Sie kostenfrei in unserem Online-Branchenbuch freigeschaltet. Bitte überprüfen Sie Ihre Firmendaten und vervollständigen Sie diese. Der kostenpflichtige Premium-Eintrag muss im Auftrag gegeben werden. Dieser hat eine Vertragslaufzeit von 3 Jahren. Auch hier ist eine kleingedruckte Version drunter, die kaum erkennbar ist. Und zwar beträgt die Laufzeit tatsächlich 3 Jahre, aber viel wichtiger ist, dass hier 960 Euro zuzüglich 19% Mehrwertsteuer pro Jahr erhoben werden. Das wollte der Gewerbetreibende nicht und auch da sagt der Gewerbetreibende, ich habe hier einen Widerruf gemacht. Tatsache ist, ist ein Widerruf dieser solcher Verträge überhaupt möglich? Hier macht die Rechnung die DEMA Management GmbH und Co. KG in beiden Fällen geltend. Interessant bei der Rechnungsstellung ist, dass die eigentlichen Anbieter hier in der Türkei sitzen, wo es natürlich auch keine Rufnummern von dem eigentlichen Dienstleister gibt. Es werden auch von den Dienstleistern keine Rechnung gestellt, sondern die DEMA nach Überprüfung
dieser Rechnung überstellte uns die DEMA einen sogenannten Factoring-Vertrag. Das heißt, die DEMA ist sofort tätig geworden, hat die Forderung vermeintlich sofort aufgekauft und macht hier die Forderung geltend. Interessant ist natürlich auch, warum hat der Dienstleister nicht die Rechnung gestellt, wenn er dementsprechend eine kostenpflichtige Dienstleistung vertreibt bzw. ein Vertragsverhältnis besteht zwischen ihm und dem Gewerbetreibenden. Auch die Seiten wurden hier geprüft, und zwar in dem Fall Branchenauskunft 24. Da sind wir dann hergegangen und haben dann geprüft, wer denn der Herausgeber ist. In diesem Fall ist es eine Firma Media Tanitim Tik Ltd. aus Istanbul. Wenn man hier das weiter sieht, dann findet man unter Kontaktdaten natürlich nichts zu dieser Firma. Ja? Weder eine Telefonnummer noch eine Faxnummer, dass Sie sich an diese Firma überhaupt wenden können. Dasselbe haben wir bei branchenlokal.com gemacht. Auch dort im Impressum steht eine Firma Lexfati SRL in MD 2036 Cinsinio. Ja? Der Geschäftsführer ist ein Lascu Sergei. Das, aber auch hier finden Sie unter den Kontaktdaten nichts. Weder eine Telefonnummer, natürlich keine E-Mail-Adressen oder sonstiges. Ja? Das heißt, Sie werden sich hinterher nur allein mit der DEMA auseinandersetzen müssen. Wir sind jetzt mal hergegangen und haben unter anderem mal so einen Brancheneintrag geprüft. Und zwar ging es hier um den Branchenbucheintrag der Firma Branchen-lokal.com. Ist das richtig? Ja, jetzt gucke ich mal eben, damit wir hier auch nichts Falsches erzählen. Branchen-lokal.com. Wir sind einfach mal hergegangen und haben hier im Google eine Bahnhofapotheke eingegeben mit dem Sachverhalt Füssen. So, jetzt müsste man ja eigentlich, wenn man das hier abruft, mal irgendwann diese Firma finden, branchen-lokal.com. Doch, aber da kann man suchen auf Seite 1, Seite 2. Wir haben das in einer vielseitigen Anzahl in Google gemacht, ja, und haben natürlich die Firma nicht gefunden. Woran das liegen mag und warum dieser Branchenbucheintrag in Google nicht zu finden ist, ja, kann vielleicht daran liegen, dass diese Seiten bei Google noch gar nicht indiziert sind. Ja, das heißt, Verbraucherdienst rät auch in Zukunft für Ihre Mitarbeiter, prüfen Sie vorher, ob überhaupt ein Geschäftsverhältnis mit solchen Firmen besteht. Dann, bei Faxpeng achten Sie bitte auf das Kleingedruckte. Sollte eine Unterschrift geleistet worden sein, obwohl der kostenpflichtige Premium-Eintrag oder Business-Eintrag oder wie auch die Firmen das immer benennen, nicht gewünscht war, bleibt dem Gewerbetreibenden nur die Möglichkeit der Anfechtung. Diese Anfechtung sollten Sie Leuten anvertrauen, Menschen, Erfahrene anvertrauen, die sich mit diesen Sachverhalten auskennen. Das wäre in dem Fall Institutionen wie Verbraucherdienst oder Rechtsanwälte und so weiter. Also noch einmal, Verbraucherdienst hilft jeder seiner Mitglieder. Eine Mitgliedschaft bei Verbraucherdienst kostet 15 Euro im Monat. Das ist nicht sehr kostenintensiv für die Arbeit, die Verbraucherdienst mit seinen Kooperationspartnern für seine Mitglieder unternimmt, beziehungsweise wir vertreten die Interessen. Setzen uns auch mit der DEMA sehr gerne für Sie auseinander. Rufen Sie uns an, wenn Sie davon betroffen sind, unter der Rufnummer 0201 176 790. Wir bedanken uns für heute und wünschen Ihnen einen angenehmen Tag.